Hallo ihr Kryptobegeisterten, herzlich willkommen bei The Crypto Conqueror. In diesem Video seht ihr die Aufzeichnung des Smart IT Kundenwebinars vom letzten Donnerstag, den 30. Dezember 2021. Das Webinar wurde wie gewohnt von Hannes Schlink durchgeführt. Hannes Schlink ist einer der 6 Inhaber und Mitgründer von Smart IT. Das Smart IT Kundenwebinar findet ab 2022 jeden Dienstag jeweils um 19 Uhr statt. Wer bei einem der nächsten Webinare live dabei sein möchte, findet unterhalb dieses Videos den benötigten Link. Mitglieder der Smart IT Telegram Gruppe erhalten übrigens die Einladungen zum jeweils nächsten Webinar immer tagesgenau am Vormittag. Weiterführende Informationen findet ihr im Mitgliederbereich von Smart IT. Den entsprechenden Link habe ich unterhalb dieses Videos hinterlegt. Jetzt folgen noch die Hinweise zum Haftungsausschluss und danach geht's direkt los mit dem Smart IT Kundenwebinar und hierbei wünsche ich viel Spaß. Die Informationen in diesem Video dienen ausschließlich zu Schulungszwecken und verstehen sich nicht als Aufforderung zur Investition in das vorgestellte Unternehmen. Dieses Video soll keine persönliche Beratung ersetzen. Ihre Investitionsentscheidung sollten Sie nur nach eigener Recherche treffen und nicht basierend auf den hier erlangten Informationen. Der Verfasser übernimmt ausdrücklich keine Haftung für etwaige finanzielle Verluste, die durch die Umsetzung der in dieser Präsentation enthaltenen Informationen entstehen. Angaben zu erzielten Erträgen beziehen sich immer auf die Vergangenheit. Zukünftig zu erzielende Erträge können von diesen abweichen. Bitte handeln Sie stets verantwortungsbewusst. So, hallo zusammen. Gib mir mal ganz kurz Bescheid, ob Bild und Ton in Ordnung ist. Scheint gut zu sein. Völlig ungewohnte Situation, wenn man die Filmtaste nicht drücken muss. Läuft heute alles etwas anders ab. Ich gucke nochmal ganz kurz rüber in den Chat. Ja, es scheint wirklich alles in Ordnung zu sein. Ich begrüße die inzwischen 33 Teilnehmer. Es kommt bestimmt noch, der ein oder andere kommt bestimmt noch dazu, weil es ist immer so, im Laufe des Films klicken sich immer noch ein paar rein. Heute gibt es leider keinen Film. Heute gibt es den großen Jahresrückblick und ich habe ein paar spannende Folien für euch vorbereitet. Ein paar Zahlen zum Bitcoin selbst, zur Blockchain, zu Kryptowährungen, zur Smart IT natürlich, darf nicht fehlen. Und was gibt es heute nicht? Was es heute nicht gibt, traurige Nachricht für euch. Punkt 1, der Film. Punkt 2, leider keine Excel-Tabellen. Und drittens, ja, meine zwei Lieblingsfolien, die gibt es heute auch nicht. Die kommen im Januar wieder. Nächste Woche geht es weiter. Ab nächste Woche, neues Jahr 2022, am Dienstag. In Zukunft immer dienstags, 19 Uhr, nur noch dienstags. Und ja, da würde ich mich freuen, dann, wenn wir euch wieder begrüßen dürfen. Und dann wechseln Marco und ich uns ab. Und es geht nahtlos nächste Woche am Dienstag weiter. Ja, ich habe ein bisschen was vorbereitet für euch und wir steigen jetzt auch direkt ein. Und ich denke, das sind ein paar wichtige Informationen für euch dabei. Es ging los, beziehungsweise PayPal hat letztes Jahr das Jahr ja abgeschlossen. Ihr habt es mitbekommen, der Riesenschub Mitte des Jahres, die Ankündigung. Dann ging es los und mit PayPal und Amerika-Geschäft schon am Laufen. Und alleine fürs Amerika-Geschäft brauchen sie über 1000 Bitcoins am Tag. Und wenn man bedenkt, dass nur 900 produziert werden pro Tag, dann ist das schon Wahnsinn. Das sind wichtige, wichtige Zahlen. Und es hat sich weiterentwickelt. Ihr seht es im Laufe des Jahres, was da alles dazugekommen ist. Wichtige Informationen, die rausgegangen sind an die Investoren. Die Investorengespräche waren großartig und die Nachfrage nach PayPal-Krypto-Angebot übertrifft alle Erwartungen. Also das war letztes Jahr wirklich ein Meilenstein und wir haben letztes Jahr schon alle davon kräftig profitiert und im Laufe des Jahres ging es dann auch wirklich weiter und die ein oder andere Meldung kam dazu. Es waren noch einige mehr Meldungen, aber ich habe versucht, wirklich mal nur exemplarisch 2, 3 Beispiele rauszuziehen. Ja, also PayPal ist da, PayPal wird bleiben, genauso wie der Bitcoin seit 2008 da ist, er wird auch bleiben und ich denke, die nächsten Jahre werden super, super spannend für uns alle werden. Ja, ich habe das Thema PayPal angesprochen und Mastercard, Visa und Co. kamen natürlich dann dazu, sind auch aufgesprungen, haben das Ganze salonfähig gemacht. Es waren auch weitere Riesenschritte
Und an der Stelle, wer in unserem Telegram-Kanal drin ist, der hat das alles mitbekommen. Und auch die Folie fehlt heute, aber die Lisa, denke ich, wird es bestimmt wieder in den Chat reinstellen. Da könnt ihr in aller Ruhe nochmal euren persönlichen Jahresrückblick machen. Auch für all die, die noch nicht im Telegram-Kanal sind, gerne den Link schon anklicken. Könnt das später in Ruhe machen. Ihr könnt dann rückwirkend historisch euch alle Artikel anschauen, die wir hier reingestellt haben. Also es war spannend, super spannend. Wichtige Player, die wirklich Farbe bekannt haben zum Bitcoin, die gesagt haben, jawohl, wir sind dabei, wir bleiben dabei, es macht absolut Sinn, die digitale Währung. Und ja, PayPal, Visa und Mastercard, schon mal drei riesen Namen, die da gefallen sind. Und es war dann auch am 19. Februar ein historischer Tag, wo dann die Marktkapitalisierung des digitalen Goldes erstmals die Billionen US-Dollar-Marke überschritten hatte. Im Februar war es der Fall, am 19. Februar, Leute. Und wenn ihr euch die Grafik anschaut, ja, vorher hatten wir die drei Big Player. Und wenn man überlegt, dass der Bitcoin inzwischen größer ist als PayPal, Visa und Mastercard zusammen, dann ist das schon beeindruckend. Und dann muss man nicht mehr drüber nachdenken, ob er bleibt. Die Frage ist nur, wie wird er sich entwickeln? Was wird die nächsten Jahre passieren? Und die Experten unter euch, die wissen es, wir haben jetzt wieder Halbzeit im Halving. Jetzt und 2024 kommt das nächste Halving wieder, wo es wieder zur Produktionshalbierung kommt. Und das wird dann absolut brutal. Und ich denke, wir sind aber da alle auf der sicheren Seite, auf der lukrativen Seite und werden unser Bestes tun, dass wir ein großes Stück alle gemeinsam von diesem Kuchen abbekommen. Ja, zum Bitcoin-Kurs selbst in 2021 ist auch super spannend, wenn man sich den Chart anschaut. Und Marco und ich, wir zeigen Ihnen ja auch immer, danke an der Stelle auch an dich, lieber Marco. Und wir zeigen auch diese Schwankungen und wir zeigen ja auch, dass es letztendlich immer wieder wiederholt. Und was auch typisch ist für den Bitcoin, was auch wichtig ist, was völlig normal ist und was auch in der Zukunft so sein wird. Aber es wird natürlich wieder viele, viele Menschen geben, die dann auch natürlich wieder Geld verlieren. Und wenn ihr euch mal anschaut, vom 31. Dezember letzten Jahres bis heute, ja, dann haben wir wieder den Sprung drin von, die Welt ist eigentlich in Ordnung, von 27.000 auf 46.000. Das ist ein Plus von 70%. Er ist wieder ausgezeichnet worden, der Bitcoin, bestes Investment des Jahres, des letzten Jahrzehnts. Die Auszeichnungen auch, die wiederholen sich jedes Jahr. Und ja, 70% plus, alles gut. Nur, wenn ihr euch wieder den Weg dahin anschaut, dann wird es wieder deutlich, wie wichtig es ist, eine vernünftige, für sich vernünftige Strategie zu entwickeln. Und wir hatten wieder diese Phasen, wo ich schon öfters ein Webinar gehalten habe mit diesen Hochs und Tiefs und warum unsere Strategie so genial ist mit dem Hosting-Bonus, mit dem laufenden Hosting-Bonus, der täglich gebucht wird. Ja, mal mehr Stücke, mal weniger Stücke. Und wenn ihr euch mal einen Otto-Normalverbraucher anschaut, der einfach nur klassisch in den Bitcoin investiert hat. Natürlich haben die sich am Anfang gefreut über einen Plus von 131% bis zum April. Das war schon Wahnsinn, wo er dann auf über 63.000 Dollar hochgegangen ist. Nur eins ist auch klar, das war genau wieder dieser Zeitpunkt, wo verdammt viele Menschen dann investiert haben. Genau zu diesem Zeitpunkt mit 63.000 und bei denen sah es dann anders aus. Da ging es dann runter um 53%. Die haben 53% ihres Geldes verloren. Und auch wir heben Hand aufs Herz. In der Regel ist es dann so, wenn man dann mehr als 40-50% verliert, dann steigt man aus. Und dann wird auch wieder geredet, also nach dem Motto, ah, Bitcoin ist nichts für mich, zu volatil, da habe ich viel, viel Geld verloren. Das sind eben die Risiken. Ja, es ging dann hoch wieder von 29.000 auf 67.000, auch hier wieder eine Steigerung von 127%, um hinterher wieder abzuschmieren, sage ich jetzt mal, auf aktuell heute Mittag 46.400 Dollar und im Moment stehen wir wieder bei 47,6. Also ihr seht, jetzt geht die Kurve wieder hoch zu, aber es ist wieder auch in Zukunft schwierig sein zu entscheiden, wann steige ich ein, wann ist für mich der richtige Zeitpunkt und wie kann ich diese Schwankungen für mich positiv ausnutzen. Und wenn ihr mal auf den Chart schaut, für jemanden, der am 1. Januar investiert hat, für den ist die Welt in Ordnung, plus 70.
Aber es gibt Menschen, die sind jetzt immer noch mit 20%, 30%, 40% im Minus. Das sind genau die Menschen, die im April investiert haben. Und das sind die Menschen, die, ihr seht hier, Ende Oktober, Anfang November investiert haben. Die sind immer noch kräftig im Minus. Und wenn ich jetzt unsere Strategie anschaue, die macht genau eben hier richtig, richtig Profit. Und ich gucke mir unsere Strategie Balance an und sehe, dass die jetzt seit 1. Januar mit 10.000 Euro 0,127 Bitcoins produziert hat, im Wert von 5.230, dann heißt es, dass unser Kunde jetzt hier schon 52,3% seines eingezahlten Kapitals zurückbekommen hat über die produzierten Bitcoins, die Smart IT ihm beschert hat. Beim Turbo ist es noch ein Tick höher, da sind es 61%, da sind es 0,148 Bitcoins, im Wert von über 6.000 Euro. Und ihr seht auch hier wieder wirklich ganz brutal den Unterschied. Und für all die Kunden, die schon gekauft haben, werden es bestätigen. Das ist Entspannung pur, weil wenn der Kurs runtergeht, dann werden einfach doppelt so viele Stücke innerhalb der Strategie, bis zu doppelt so viel, und es war ja der Fall, wo es dann von über 60.000 auf unter 30.000 runterging, dann haben die Leute, wenn sie jetzt mal rückwirkend nachrechnen, keine 6, sondern 12%, beziehungsweise jetzt keine 12, sondern 24% bekommen, weil der laufende Hosting-Bonus ja immer zum aktuellen Kurs in Stücken eingebucht wird. Also der Kurs war super, super spannend, und ich denke auch, wenn man zurückblickt, man sieht die Kurven immer wieder, und ich denke, dass wir genau diesen Chart auch nächstes Jahr wieder sehen werden mit anderen Zahlen, aber auch wieder mit hoch und runter. Wann wir da jetzt endlich die 100.000 durchbrechen, 150.000, um dann wieder einzubrechen unter die 100.000. Wir werden das alle gemeinsam nächstes Jahr miterleben, und Smart IT wird auch wieder wie gewohnt sauber im Telegram drüber berichten. Ja, der Kurs macht einiges, und wie so oft, und dann kommen natürlich viele auch, die hinterherziehen, und auch jetzt teilweise ziemlich aktuell, teilweise Mitte des Jahres, ihr seht hier, egal ist auch, ob es die Sparkassen sind oder die Volksbanken oder die Citigroup, die ganz, ganz wichtige Bank wie Citigroup, ihr seht hier, weltweit größte Kreditkartenherausgeber. Das waren natürlich auch super, super wichtige Meldungen, weil da geht es um die Massenadaption, dass also der Bitcoin wirklich richtig salonfähig wird, dass viele Menschen damit umgehen können. Und ich könnte jetzt gemein sein und könnte sagen, die leisten hier eine tolle Vorarbeit für zukünftige Smart-IT-Kunden. Wir werden es umso einfacher haben, wenn die Grundausbildung in Zukunft über die Sparkassen, über die Volksbanken oder andere Banken dann läuft. Also auch hier haben wir Meilensteine erlebt. Auch die Gesetzgebung, die deutsche Gesetzgebung hat ja einiges freigemacht für Investmentfonds mit Bitcoin, mit ETFs und so weiter. Das waren auch nochmal ganz, ganz wichtige Komponenten. Auch hier habe ich dann noch das ein oder andere für euch herausgepickt. Ja, machen wir weiter. Wir hatten auch Momente, dieses Jahr haben auch viele mitbekommen, das Problem in China. Das ging dann so weit, dass China den Bitcoin, das Bitcoin-Mining verboten hat. Na und? Fragezeichen. Jetzt werden einige grinsen, weil es war natürlich für uns auch eine sehr lukrative Zeit, weil es ist ja logisch, wenn Produzenten verschwinden, dann freuen sich die anderen Produzenten, und das haben wir ja miterlebt, dass die Mining-Ergebnisse, die Bitcoin-Produktionsergebnisse teilweise sich verdoppelt haben. Das war gigantisch, und da geht es um die Rechenleistung, da geht es um die wichtige Rechenleistung in der Bitcoin-Blockchain, die weltweit zur Verfügung gestellt wird, und die Chinesen haben hier abgebrochen, und es ist einiges an Rechenleistung dann der Bitcoin-Blockchain entzogen worden, aber keine Angst, das hat zum einen dazu geführt, wir hatten tolle Ergebnisse, super, super gute Ergebnisse, und auf der anderen Seite, es ist schon wieder eingeholt. Ich habe auch hier einen Chart für euch vorbereitet, wo ihr das wunderbar seht. Und 3.0 dürft ihr raten, wo an der Stelle des Charts die Situation war, wo in China der Abzug war. Ihr seht es, die Rechenleistung, die Hashrate ging nach unten, es ist eingebrochen, um dann wieder hochzugehen. Und wir liegen jetzt wieder auf dem All-Time-High, auch von der Rechenleistung. Es waren noch nie so viele Maschinen angeschlossen und Rechenleistung in der Bitcoin-Blockchain wie jetzt. Aber China hat dazu geführt, dass das 38% das Ganze erstmal runterging.
Und jetzt unterm Strich im Vergleich zum Jahresanfang auch wieder dieser Zuwachs von 27% von der Rechenleistung. Und das wird sich durchziehen. Das wird auch nächstes Jahr weiter so gehen. Ist ja logisch. Das ist die wertvollste Ware der Welt aktuell, die hier produziert wird. Und wir werden auch hier nächstes Jahr wieder Zahlen sehen. Die Rechenleistung wird weiter steigen. Die wird sich wieder verdoppeln. Und das ist auch nicht schlimm. Der Kurs wird dann mitspielen, wird mitziehen. Und so pendelt sich das Ganze wieder aus. Und ja, also ihr seht hier, auch hier völlig normaler Vorgang. Das ist das Jahr über passiert. Ich habe das heute Mittag auch für euch nochmal aktualisiert, dass ihr hier die aktuellen Zahlen habt von der Rechenleistung. Ja, ist Ansporn, All-Time-High durchbrochen, dann stellvertretend für Fidelity und Templeton und wie sie alle heißen. BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, ist auch eingestiegen, ist ja auch wichtig. Und warum zeige ich euch das? Weil Bitcoin lebt nur von Angebot und Nachfrage. Darüber wird der Preis bestimmt. Und das sind wichtige Meilensteine. Und wenn der größte Vermögensverwalter der Welt mit einsteigt, ich habe hier diese hessische Vermögensverwaltung jetzt nicht mit draufgenommen, die auch in der Zeitung war. Es gibt mehrere Vermögensverwalter, die eingestiegen sind. Aber der größte ist auch eingestiegen. Und das ist ganz wichtig. Und viele Investmenthäuser sind auch eingestiegen. Und die ersten Fonds und auch die ersten, ihr seht es hier historisch, der erste Bitcoin ETF, Exchange Traded Fund, das heißt Fonds, die praktisch sekündlich gehandelt werden können. Nicht wie bei einem Investmentfonds, der nur einmal am Tag gehandelt wird, sondern diese ETFs, die können sekündlich gehandelt werden und die haben auch in vielen Ländern jetzt schon die Freigabe bekommen, wo Kryptowährungen, Bitcoin und Co. investiert werden dürfen. Übrigens, Bitcoin ist eine Kryptowährung. Ich habe schon eine Weile jetzt immer reingeguckt, wie viele aktuelle Bitcoin-Währungen gibt es aktuell? 14.000, 15.000 Bitcoin-Währungen, Kryptowährungen, die es aktuell gibt. Aber Bitcoin wird immer auf Platz 1 sein. Ich gucke jetzt mal in den Chat rüber, weil es gibt immer wieder zuverlässige Partner, ja, wie der Wolfgang zum Beispiel, ja, über 16.000 Kryptowährungen. Das ist ja Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wo wir am Jahresanfang waren, irgendwo bei 12, 13. Das ist völlig verrückt, wie die digitalen Währungen zunehmen. Also auch hier in allen Bereichen nur positive Meldungen. Wir hatten es heute Mittag drüber überlegt, wie kann man das Ganze noch toppen? Ich hatte es mit Marco dann besprochen. Was fehlt irgendwas? Gibt es irgendeinen Bereich, der fehlt? Es wird alles abgedeckt im positiven Bereich, aber es gibt immer noch viele, viele Menschen, die überlegen, ob sie in den Bitcoin investieren sollen. Und nicht mal 1% der Weltbevölkerung, ich behaupte, nicht mal 1/4% der Weltbevölkerung ist aktuell in Bitcoin investiert. Also es ist von der Nachfrageseite noch jede Menge Luft. Die Angebotsseite, das passt alles. Das Außenrum passt auch. Wir haben hier spannende Jahre vor uns und wir dürfen das auf keinen Fall an uns vorbeigehen lassen. Ja, im Länderbereich hatten wir, es ging eigentlich los 2017 mit Venezuela-Krise, wo der heimische Bolivar über 1000% Inflationsrate hatte und Grundnahrungsmittel gab es in Venezuela damals nur noch mit Bitcoin. Wasser, Brot und so weiter, nur mit Bitcoin. Da ist der Bitcoin schon Landeswährung, nicht offiziell, aber es ist Parallelwährung in Venezuela. Das ging dann weiter mit Meldungen, dass in der Schweiz teilweise die Steuerschulden schon mit Bitcoin bezahlt werden können. Ja, und dieses Jahr kamen auch wieder super spannende Meldungen dazu, wie ich sehe jetzt hier in Salvador, ist es als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt, als offizielle Währung. Und Salvador, die gehen ja noch weiter oben links, ihr seht es, Bitcoin City in Salvador plant statt, zusammen mit PayPal, wie auch immer. Also das ist verrückt, dann mit Paraguay und PayPal auf gemeinsamen Bitcoin-Kurs und ganz aktuell mit Florida. Also das wird jetzt auch immer mehr länderübergreifend gehen, dass das eine Land sich von dem anderen abschaut, gerade in Salvador, da wurden jetzt mit den Gewinnen, wurden jetzt Schulen gebaut und Tierkliniken, wo sie mit dem Gewinn aus dem Kurs dann gebaut haben. Also das sind schon historische Momente, die wir alle dieses Jahr erleben durften und die wir aber einfach nur so hinnehmen, ohne drüber nachzudenken, was für Auswirkungen es haben kann auf die Zukunft. Und es wird grandiose Auswirkungen haben und wir sind erst ganz
am Anfang. Ja, weil die Nachfrage, die wird erst richtig explodieren. Wir haben eine super explodierende Nachfrage. Es steigt und steigt und steigt. Und wenn wir uns das 2021 mal anschauen und gucken, Blockchain.com Wallets, also die offiziellen Wallets weltweit, wie die gestiegen sind, dann seht ihr das hier. Wir hatten zum Jahresanfang 63,4 Millionen Wallets, also Bitcoin-Konten weltweit. Und jetzt stand heute über 80 Millionen. Wenn ihr aber berücksichtigt, dass jeder im Schnitt so 2, 3, 4 Konten hat, dann sind wir nämlich genau an dem Punkt, wo ich vorhin gesagt habe, dass vielleicht 1/4% der Weltbevölkerung das nutzt. Mehr wird es nicht sein. Also wir haben wieder den Anstieg von 26%. Das sind immer so 20-30% pro Jahr, wo es hochgeht. Und im Jahr 2024, wenn das nur so weiterläuft, aber es muss eigentlich explodieren. Aber wenn es nur so weiterläuft, werden wir bei über 500 Millionen Wallets weltweit sein. Das heißt, auf der Nachfrageseite müssen wir uns hier auch keine Gedanken machen. Das ist jetzt die Massenadaption. Die Bevölkerung springt drauf an. Und das macht ja auch Spaß, weil es gibt inzwischen schon Automaten, es gibt Prepaid-Kryptokarten, wo man praktisch an jedem Geldautomat der Welt seine Bitcoins umwandeln kann. Es kommen dann Euros raus oder Dollar oder umgekehrt. Ich schiebe Euros rein und es werden Bitcoins hochgeladen. Das läuft alles schon. Nur die meisten sind darüber noch nicht informiert. Zur Smart IT an der Stelle. Auch für euch mal ein paar wichtige Zahlen, weil über Zahlen können auch Vertrauen schaffen. Und ich habe das wirklich genau jetzt, heute Mittag haben die Zahlen auf den Cent genau gestimmt, die ich euch jetzt hier präsentiere. Damit ihr mal seht, was wir hier geschaffen haben, gemeinsam natürlich mit euch. Es geht nur gemeinsam mit den Kunden. Und wir haben angefangen am 20. März 2019. Das heißt, wir gehen jetzt wir sind jetzt im dritten Jahr. Es waren jetzt 3 Jahre am 20. März. Und ich gucke es mal ganz kurz rüber. Inzwischen sind wir 50 Teilnehmer, die da sind. Also 20. März, so lange sind wir schon unterwegs. Und ich möchte euch jetzt hier an der Stelle einfach mal noch ein paar Zahlen mitgeben ins neue Jahr. Aktive Kunden 2019 und 20. Das war die Startphase in den ersten 1 Jahr und 9 Monate. Da waren es 1.082 Kunden. Das war der Stand zum 31.12. letzten Jahres. Was dann dieses Jahr passiert ist, war einfach nur unglaublich. Es sind allein dieses Jahr 1.787 Kunden dazugekommen. Das sind nur die aktiven Kunden. Kundenaccounts sind weitaus mehr. Aber das sind alles Kunden, die mindestens einmal gekauft haben, in der Spitze bis zu 14, 15 Mal. Da ist der kleine Privatkunde dabei, da ist aber auch die Stiftung mit dabei oder der Gewerbebetrieb, der im sechsstelligen Bereich investiert hat. Das ist eine Zahl, wo wir jetzt rückwärts betrachtet wirklich sehr, sehr dankbar sind. Das sind inzwischen über 2.869 Kunden und ich bin mir sicher, seit heute Mittag, wir haben die 2.900 Kunden schon geknackt, weil es ist ziemlich viel los im Moment. Und das sind die aktiven Kunden, Stand heute, 2.869, die gemeinsam mit der Smart IT auf dem Weg sind, Bitcoins zu produzieren, auf dem Weg sind, die nächsten 4 bis 6 Jahre vielleicht alles richtig zu machen, was ganz, ganz Großes zu erreichen. Von den Produktionszahlen sind es inzwischen über 334 Bitcoins, die wir an die Kunden ausbezahlt haben, also rund 15 Millionen, die wir ausbezahlt haben an die Kunden. Da sind wir auch total stolz. Und ich bin mal gespannt, wenn wir die 1000 Bitcoins haben. Aber Leute, 334 Bitcoins schon produziert und an die Kundschaft ausbezahlt. Das ist einfach toll, das macht Spaß, wenn man das auch auf Kundenebene dann mitbekommt. Und ja, da können wir alle gemeinsam stolz drauf sein. Von den Zahlen her, von den Umsatzzahlen, also war es so, dass zum Stand 31.12.2020 exakt von diesen 1.082 Kunden 6.910.485 Umsatz gemacht wurde. Also 6,9 Millionen. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, was jetzt kommt. Wenn man sich die Zahl jetzt dieses Jahr anschaut, damit hätten wir nie gerechnet. Dieses Jahr stand heute Mittag 14,485 Millionen. Das heißt, die Smart IT liegt jetzt bei insgesamt 21,395 Millionen. Und ich glaube, da geht noch was. Alleine dieser Monat,
sind es jetzt knapp 1,9 Millionen Umsatz im Dezember. Und der Dezember, der geht noch ein paar Stunden. Und ich komme da gleich noch drauf zu sprechen. Ich denke, wir werden da noch die ein oder andere Hürde packen. Das ist wirklich sensationell, was hier passiert ist. Wobei der Umsatz natürlich nicht nur von den neuen Kunden gemacht wurde. Auch die bestehenden Kunden, die Altkunden aus 2019 und 20, die haben auch kräftig nochmal nachgekauft. Ist ja auch klar, wenn man sieht, dass man die Bitcoins täglich gutgeschrieben bekommt, dass sie täglich verfügbar sind, dass man sie abholen kann und dass sie nach einem Jahr sogar steuerfrei sind. Egal, ob das 100, 200, 300% sind, spielt keine Rolle. Dann macht es Spaß und dann ist es leider Gottes so, dass man nur zufriedene Kunden hat und wir suchen manchmal schon auch mal negative Meldungen, die man mal präsentieren kann. Es gibt aber im Moment nichts Negatives zu präsentieren. Die Zahlen stimmen, die Ausschüttung an Bitcoins stimmt, die Presse, es passt alles. Es ist wirklich fantastisch und wir hoffen natürlich, dass es genauso weitergeht. Ja, das ist auch wichtig, dass die Zahlen stimmen, weil wir wollen ja auch in Zukunft gut einkaufen und da habe ich auch hier exemplarisch mal zwei rausgepickt. Walmart, größte Einzelhandelskette der Welt, läuft alles schon und Amazon kommt, eBay, ich hätte noch tausend andere Artikel hier reinstellen können und Amazon jetzt auch, die suchen jetzt auch Krypto-Experten, genau wie die Banken natürlich auch. Die können das nicht so einfach aufmachen. Man braucht hier wirklich Experten dafür, die man sich einkaufen muss. Und da sind sie jetzt alle auf der Suche. Und Kraken im asiatischen Bereich läuft ja schon, das Pendant zu Amazon. Und Amazon wird jetzt auch kommen. Und das wird dann natürlich auch nochmal einen riesen, riesen Schub geben. Also auch hier ist schon alles vorbereitet, dass wir in Zukunft vielleicht sogar gar nicht mehr wechseln müssen in Fiat-Währungen, in Euro, Dollar, Yen. Was wir auch nicht wollen, weil wenn man sich die Inflationszahlen anguckt und die Aussichten für die Zukunft in den Fiat-Währungen beim Euro oder wie auch immer, dann habe ich das Gefühl, sind die meisten sogar froh, dass sie hier einen sicheren Hafen gefunden haben im digitalen Gold, im limitierten digitalen Gold mit 21 Millionen Stück limitiert. Im Film wurde das alles erwähnt, der heute leider nicht gelaufen ist, aber ich verspreche es euch, im Januar wird er wieder laufen. Ja, und bei all dem, die eine Folie, die habe ich drin gelassen. Vergesst diese Zeiträume nicht. Wir reden nicht über 30-Jahres-Zeiträume. Und ich hatte das ja schon öfters aufgezeigt. Das sind alles 6-7-Jahres-Zeiträume. Also anderthalb Halbzeiten. Ein Hafi und ein halbes. Alle 4 Jahre wird die Produktion halbiert. Und in all diesen Zeiträumen lückenlos. Und übermorgen ist 2022. Ich habe schon mal mit reingesetzt. Das auch hier 2016 bis 1. Januar 2022 wird es genauso wieder sein. Diese Zeiträume, lückenlos, haben alle eins gemeinsam. Wenn ihr in diesen Zeiträumen, egal wann, 10.000 Euro angelegt hättet, hättet ihr immer mindestens 1 Million draus gemacht. Manchmal 2, manchmal 3, manchmal 5, aber 1 Million immer. Hat in allen 6 Jahreszeiträumen funktioniert. Und warum soll's? Bei der Basis, die wir jetzt haben, die immer besser wird, warum soll das in Zukunft nicht mehr funktionieren? Gebt mir einen Grund, ich kann es euch nicht sagen. Es wird genauso wieder kommen und wir werden zurückschauen und werden sagen, wir haben es gewusst. Oder wir werden zurückschauen und werden sagen, Mist, wir haben es gewusst, haben aber nicht reagiert. Lasst euch diese Chance nicht entgehen. Vielleicht ist es die größte Chance, seit wir auf diesem Planeten sind. Ja, zum Schluss noch eins. Im Shop, diesen Weiterknopf da unten, den könnt ihr jetzt noch, wenn das Webinar vorbei ist, um 20 Uhr, wir sind ein bisschen schneller, 19.27 Uhr, also ihr habt noch 28,5 Stunden, wo ihr diesen Knopf drücken könnt, mit Turbo für 500 Euro und Balance für 2000. Dann kommt es zur Preiserhöhung. Deswegen für alle, die jetzt noch überlegen, überlegt nicht in den Januar hinein, drückt den Knopf noch im alten Jahr. Dann macht sich das auch positiv in den Zahlen der Smart IT bemerkbar. Dann knacken wir die 2 Millionen noch diesen Monat. Und der Kurs, ihr habt es gesehen, der spielt auch für uns. Der ist wirklich sehr, sehr gut für euch, weil der sofortige Hosting-Bonus, der wird ja auch dann direkt umgerechnet zum aktuellen Kurs. Und da könnt ihr natürlich auch nochmal ganz schnell gute Performance mitnehmen, weil erinnert euch, letztes Jahr um die Zeit hatten wir dann,
ging es dann hoch von, ihr habt es gesehen, von unter 30 auf über 60.000 Dollar. Das steht uns vielleicht auch bevor. Also noch 28,5 Stunden habt ihr das dann um Mitternacht am 31. jetzt aktualisiert mit den neuen Preisen. Ja, dann würde ich mich auch noch gerne im Namen aller meiner Kollegen bedanken, Kolleginnen und Kollegen. Wir sind ausgezeichnet worden und da sind wir auch stolz drauf. Ja, wenn man als Dienstleister und Online-Shop ausgezeichnet wird, ja, sind wir stolz drauf. Haben wir ein bisschen was richtig gemacht und das werden wir auch nächstes Jahr weiterhin für euch tun. Wir werden auch nächstes Jahr natürlich wieder für euch da sein. Mir bleibt nur noch eins, euch einen gesunden Rutsch ins Bitcoin-Jahr 2022 zu wünschen. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns in aller Frische im nächsten Jahr wieder. Macht's gut, bleibt gesund. Bis dann, euer Hannes Schlink.